Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Terraway Unfolded. In der letzten Folge haben wir den Schlüssel von den Krähen zurückgeholt. Dieser ist allerdings kaputt und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir denn überhaupt in den Krämerladen reinkommen. Wir sind auch direkt auf dem Weg zurück zum Krämerladen. Aber wie kommen wir denn da hin? Kommen wir jetzt endlich hier oben durch? Nee. Ah, warte mal. Ich werfe das in den Bildschirm rein. Und... Na, wie werfe ich denn? Durch da. Sehr gut. Die letzte Aufnahme ist schon, ehrlich gesagt, ich glaube jetzt anderthalb Wochen her. Ich bin frisch wieder aus dem Urlaub da, deswegen muss ich das erst alles wieder so ein bisschen lernen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Auch den werfen wir, zack, in den Bildschirm. Ja, nee. Komm. Oh, durch. Das müsste es doch gewesen sein, oder? Ja, hier war ich schon mal. Hier kennen wir uns aus. Ah, das sind doch die, die vom Wind immer zurückgetragen wurden. Dann ist es, glaube ich, nicht mehr weit. Ab zurück in die Maibaumfelder. Oh, Cutscene? Was passiert denn jetzt? Hallo? Nichts? Hm. So, gehen wir mal direkt hin. Okay, da leuchtet schon irgendwas an der Tür. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommen wird. Vielleicht muss ich da auch so ein Erdhörnchen da durchwerfen, wer weiß. Das muss mal überraschen. Auf jeden Fall wird er irgendwann mit mir reden. Ja. Was? Der Schlüssel wurde in Stücke zerbrochen? Oh nein! Wie kommen wir denn jetzt in die Krämerscheune? Diese Krähen werden sich bestimmt unsere Seelen schnappen. Ja, entspann dich doch mal. Wir schaffen das. Guck mal, hier. Wir nehmen uns so ein Ding. Schmeißen das in die Bildschirm. Ziehen wir ordentlich. Bam! Schon ist die Tür offen. Schon ist die Tür offen. Und vor allen Dingen, ich habe sie nicht zerstört. Also man kann sie wieder zumachen. Wenn man das denn möchte. Oh Gott, was geht denn hier ab? Was seid ihr denn für Weicheier, Leute? Du hast keine Krähen hereingelassen, oder? Nein, habe ich nicht. Die Scheune muss unbedingt krähenfrei bleiben, sonst sind wir alle verloren. Ey! Ihr seid ungefähr 20 Mal so groß wie die Krähen. Ihr könnt doch wohl eine Krähe kaputt kriegen, oder nicht? Oh, haben wir ein Kapitel beendet? Was geht, Leute? Diese Krähen sind ein Fluch, den wir selbst über uns gebracht haben. Ja. Was sagt die Giraffe? Ich mag dieses Geräusch. Was wir brauchen, ist eine Vogelscheuche, aber wir dürfen nicht mehr über sie reden. Das bringt Unglück. Ja, natürlich bringt das Unglück. Alles klar. Soll das eine Tomate darstellen? Okay, gehen wir mal einfach mal hier hoch. Der sieht doch aus wie eine Vogelscheuche. Den könnte man doch nehmen. Um diese ganzen Krähen zu verscheuchen. Also vor dem habe ich Angst. Die stellen wir draußen hin. Bist du damit einverstanden? Die Vogelscheuche? Ja, das war ein schrecklicher Fehler. Alle hatten Angst. Sie dachten, das sei ein schlechtes Omen. Also schlugen wir den Kopf ab. Und versteckten ihn auf den Dachboden.
Jetzt sind die Krähen gekommen, um uns zu bestrafen. Also muss ich aufs Dach gehen und den Kopf der Vogelscheuche holen. Nehme ich mal ganz spontan an. Die Krähe hat versucht, mein Gesicht abzupicken. Sie hat aber nur mein Schnurrbart erwischt. Jetzt fühlt sich mein Mund ganz nackig an. Das heißt, ich muss dir jetzt ein Schnurrbart kaufen. Nein, ich muss ein Schnurrbart malen. Oh Gott. Schwarz ist schon mal gut. Wir müssen als erstes über die Farbe nehmen. Das wird der hässlichste Schnurrbart der Welt. Hä? Ich war noch nicht fertig mit Malen. Ja, doch. Den will ich nochmal malen. Den krieg ich besser hin. Das ist schöner. Das ist ein richtig schöner Schnurrbart. Den nehmen wir. Zack. Guck mal hier. Diese. Leicht asymmetrisch. Ganz leicht. Aber er sieht perfekt aus. Er sieht super aus. Er ist zurück. Buschiger und luxuriöser als jemals zuvor. Ja, ich finde, du siehst toll aus. Ich habe vor einen Gesichtsbehaarungszauberer gebetet. Aber hätte nicht gedacht, es klappt. Tja, das war wirklich Zauberei. Kumpel, du siehst richtig toll aus. Hast du mir noch was zu sagen? Nein, ich mach dir nicht noch ein Schnurrbart. Kannst du vergessen. Was willst du denn? Was geschieht nur mit unserer Welt? Ja, die Bäume sterben über Tannenbaum. Da kann ich nichts hier machen, aber ich werde die Krähen bestrafen dafür. Okay. Du musst deine neuen Zuwerfenfähigkeiten nutzen, um den Kurier mit dem Katapult ins nächste Level zu bringen. Ah, das ist klar. Ja, nein. Oh, nee. Muss ich den hier hinwerfen? Ah, nee. Ich sehe schon. Zack. Haha. Das war easy. Okay, hier ist was wir fotografieren müssen. Foto machen. Und die Gurke ist wieder grün. Ist das eine Gurke? Naja. Gehen wir mal direkt weiter. Wir haben hier noch einiges zu machen. Wir müssen vorankommen. Oh! Oh, der joggt hier aber geil. Oh, der ist aber sportlich. Der hat einen Hut auf. Nice. Kann ich den nach hinten schubsen? Ich will mir so eine Eichel mitnehmen. Brauche ich jetzt bestimmt. Ach so. So. Oh, drauf aufs Katapult. Erstmal alle weg hier. So. Und aufs Katapult. Und weiter geht's. Ui. Ist das eine Tomate oder soll das ein Kürbis sein? Ja, das sieht schön aus. Das ist ein Kürbis. Eindeutig ist das ein Kürbis. Kann ich hochspringen? Was hast du mir denn zu sagen? Nicht die Vogelscheuche. Na gut. Ich schätze, wenn irgendjemand helfen kann, dann sie. Hast du mir das nicht schon unten gesagt? Oder bist du einfach nur der Zwillingsbruder dieser komischen Gestalt? Ja. Zack. Ab aufs Katapult. Draufschmeißen. Und... Nein! Wieso bin ich denn... Ach so. Okay, jetzt sehe ich's. Als erstes müssen wir dahin ballern.
Was denken wir hier? Okay, das habe ich übersehen. Zack. Sehr gut. Wir kommen voran. Oh. Katzi. Ich war an dem Tag da, als wir die Vogelscheuche enthauptet haben. Aber das ist schon lange her. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie der Kopf aussieht. Was meinst du? Kreiere einen gruseligen Vogelscheuchenkopf. Juhu. Also, der Kopf besteht natürlich erstmal oben aus einem Kürbis. Gruselige Gestalten haben immer einen Kürbiskopf. Nein. Nein. Ah, wie reagiert das Touchpad heute nicht so, wie es soll? So, jetzt nehmen wir uns grün. Das sieht ganz gut aus. So. Jetzt müssen wir noch gruselige Augen machen. Gruselige Augen sind immer rot. Ja. Ich will die ein bisschen skalieren. So. Und noch ein rotes Auge. Läuft. Skalieren. Ja. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein richtig gruseliger Mund. Okay, das sieht eher aus. Oh. Meine Güte! Du blöde Ding! Nein! Scheiße, den nehmen wir. Bisschen kleiner. Oh ne, den müssen wir umdrehen. Soll ja gruselig aussehen, das Ding. Also dafür würde ich auch Angst haben vor dem Ding. Zack, rennen! Oh, sieht das gruselig aus. Ja, genau, dafür bekomme ich immer noch Gänsehaut. Ja, nicht nur du, ich auch. Sei vorsichtig, der Dachboden ist ein dunkliger, gruseliger Ort. Aber ich hoffe, du findest ihn. Um unser aller Willen. Ja, das hoffe ich auch, dass ich den finde. Ich hoffe mal, das Ding greift mich nicht an. Nachher ist das Ding von den Schnipseln befallen oder irgendwie sowas. Oh, hier ist ein Geschenk. Sehr schön. Eins vor 16 Geschenken. Ach, schon wieder mit deinem Erdtrommler hier. Wir müssen weiterkommen. Wir müssen die Vogelscheuche vom Dachboden holen. Wir haben so viel Blumenkohl, dass wir die Brücke nicht überqueren können. Ja. Wenn ich sie nur davon überzeugt könnte, rüber zu hüpfen. So. Oder so. Welche Richtung muss ich das denn jetzt machen? Komm schon, Blumenkönig.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gerade ein bisschen zu doof. Also ich muss das mit dem Wind machen, aber in welche Richtung? Passiert nichts in der Richtung. Muss ich mal tatsächlich mal auf die Hilfe gucken. Ja, ich will doch jetzt nichts mit dem Touchpad machen. Was bringt mir das Touchpad? Ach, da oben! Jetzt sehe ich's. Ich habe das Trommelfell gar nicht gesehen. Nein! Genauso wie ich den Abgrund gerade nicht gesehen habe. Das ist ja hier ganz tricky Rätsel. Was hast du mir denn jetzt schon wieder zu sagen? Die Krähen können nicht in die Scheune. Also werfen sie ungeziefer durch die Dachsparren. Das sind der Dachsparren. Ich glaube, die Eichhörnchen nennen sie Schnipsel. Oh nein! Ah! Oh, diese Schweine. Ich glaube, ihr blöden Drecksviecher. Ich werde euch finden. Wo seid ihr hin? Hallo? Wo seid ihr denn, blöden Schnipsel? Seid ihr weitergelaufen? Seltsam. Na gut. Dann würde ich sagen, suchen wir die Schnipsel in der nächsten Folge. Denn wir haben jetzt schon wieder den ersten Teil beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schaltet doch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es heißt, Terraway Unfolded.